Ja, während ihr euch so bereit macht, Falk, du kannst mit einem merkwürdigen Gefühl im Bauch dir das Ganze bitte sehen und erkennst wohl auch, wie dort ein Schacht nach unten führt. In der Schwärze verliert er sich, du weißt nicht genau, wohin er führt, aber auf alle Fälle, ja, unter die Erde, so meinst du, oder in den Berg hinein. Wenn der Teil hier so tief in die Erde eingedrungen ist und die Festung abgestürzt ist, dann könnte das der Schacht sein, der euch nach drinnen führt. Zumindest ist das wohl auch der Schacht, aus dem dieser merkwürdige Schatzsucher herausgestürzt ist. Du kannst wohl noch erkennen, man braucht da gar keine Leiter oder so etwas. Da führt zum Glück eine Ranke runter. Die ist zwar ein bisschen dornig, aber die könnte man sicherlich benutzen, um sie darunter runter zu klettern. Eine kurze Frage an euch. Müssen wir denn unbedingt erklettern, um in die Kammer des irgendwas zu kommen? Ist es nicht möglich, dass dieser Schacht dort uns zum Ziel geleiten könnte? Da ist zumindest der Abenteurer rausgeklettert. Das wäre möglich. Damals mussten wir klettern. Wir haben uns von einer anderen Stelle genähert. Ich weiß nicht, wohin dieser Schacht führt. Aber die Ranke hier müssen wir doch auch herunterklettern, oder hast du einen anderen Weg? Wir können ein Seil daneben spannen. Die Ranke sieht mir sehr dornig aus. Also, ich habe nur 10 Meter Seil, sagt der Zauberer. Habt Ich ihr habe mehr? 20. Ja, zusammen sind das 30. Dann sind wir schon bei 40. Ich muss mein Seil aber berühren, sonst wird's wieder zu Stock. Oh, so meint ihr. Ja, nee, also ich habe ein richtiges Seil dabei. Ich habe nur das leichte Gepäck. Ich habe in der Stadt nicht damit gerechnet, dass wir ein Seil oder ein Zelt oder eine Bratpfanne brauchen. Gut, aber der Punkt ist, wir müssen da rein. Gut, dann sollten wir das jetzt tun. Falk, was meinst du? Bist du ein guter Kämpfer? Gehst du vor? Oder wer von uns macht das? Wir sollten kurz über Taktik reden. Ich glaube, ich halte dich für den besseren Kämpfer. Kannst du mit deinem Bogen schießen? Ich kann nur Messer werfen. Das macht es irgendwie schwierig. Gut. Also du stehst vor mir, ich stehe hinter dir und die Magier stehen hinter mir, ja? So scheint's wohl. Adeptus Abelmir? Ja. Wir brauchen ein Schutzschild. Ihr seid Kampfmagier aus Betana. In der Tat. Dieses Schutzschild reicht allerdings nur 3 Meter weit. Dann sollten wir uns nicht weit voneinander trennen. Gut, dann bleib zusammen. Falk, hast du Handschuhe? Komm, wir klettern schon einmal runter. Lass uns doch hier erst das Seil festmachen und auf den Boden schmeißen. Tja. Wie tief ist denn dieser Schacht? Kannst du Das nicht Ende. sagen. Er erinnert dich so ein bisschen an so ein Bergwerk, und verliert sich einfach in der Düsternis. Bodenlos. Wenn du weiter rantrittst, kann das nicht nur du erkennen, sondern auch Falk und Andoriel. Es sieht so ein bisschen aus, als wäre die Wand kein Graben oder so etwas, sondern als würden da auch noch Verstärkungen drin klaffen, wie schwarze Rippen und ein unheimliches glühendes Feuer, was wohl von diesem Schacht ausgeht, wie Adern, wie Goldadern. Nur, dass sie aus Feuer bestehen. Ich schätze, da sollte man nicht drankommen. In der Tat, wir werden sehen, ob solche siebsphärisch-magischen Manifestationen vom Schild zurückgedrängt werden. Sigmar Magot Magashot. Ich will kein Guardianum, eine Variante gegen Zauber, gegen Dämonen und lass mir dabei Zeit. Das ist eine +2 insgesamt. Während der Wenn Abel Zauber. mir anfängt zu zaubern, springe ich 1,5 Meter zurück. Ja, ich nehme erstmal die Basiskosten von, sagen wir mal, 4 ASP setze ich ein dafür. Das wären insgesamt bei einer ZFB von 15, wären das 34 Schildpunkte. Schildpunkte. Okay, Ja. gib mir mal 2W6, bitte. Immerhin stehen wir an der Dämonenbrache. Alles Oh klar. Gott, die Tabelle des Todes. Ich weiß gerade nicht, ob ich einen W6 habe, aber probier mal. Unten unterm Chat einfach 2 Stück nehmen oder 2x1 Ich würfeln. weiß gerade nicht, welcher W6 ist. Ich probier den mal. Sieht gut aus. Genau, das ist 8. W6.
8 Schadenspunkte oder 8 Ausfahrpunkte? Du wirkst da ein Guardianum, sprichst ihn wie immer, das Zayat geht dir flüssig von den Lippen und du bemerkst wohl, dass sich dieser schützende Schild nicht aufbaut. Okay. Werde ich der Zauber misslingt oder? Nee, also du weißt auch, dass die Matrix so ein bisschen verbogen worden ist. Welche Effekte das jetzt waren, weißt du nicht, aber du kannst wohl erkennen, wie, ja, okay, der Guardianum hat nicht funktioniert, aber der Staub und der Dreck, das Blut von euch allen bröckelt langsam von der Kleidung ab und ihr steht mit blitzeblanken Roben voreinander. Wie scheint, ist die Zaubermatrize dieses Ortes verbogen und verzerrt. Das ist schlecht. Die Melodie. Wie ist es mit meinem Zauber? Wirkt der normal? Hast du gerade einen, du hast ein Attributo gesprochen, oder? Genau, ich habe ein Attributo Gewandtheit gesprochen, bevor wir angekommen sind. Bevor du angekommen, dann ist das kein Problem. Genau, also es hat nichts. Alter, die Feriant. Wollen wir uns 10 Minuten Zeit nehmen, um eine Analyse auf diesen Ort durchzuführen? Zumindest eine oberflächliche und vielleicht festzustellen, ob wir uns auf die lokalen Verzerrungen im Matrix-Geflecht einstimmen können? Ich denke, es ist ein entropischer Effekt. Er wird sich in der Zeit verändern. Wenn die Möglichkeit besteht, sollten wir das auf jeden Fall trotzdem tun. Wir jagen einen Feind. In 10 Minuten mehr Zeit zu geben, um uns zu entdecken oder zu fliehen, ist eine dumme Idee. Wenn sie aus dem Berg rausfliegt, wird mein Begleiter mir Bescheid geben. Die Melodie, die ich geformt habe, hat eine zeitliche Wirkung, aber 10 Augenblicke wird es Zeit geben. Alte Tifiri nickt. Dann ist das so. Wir werden es schon schaffen. Die Götter werden es entweder begeben oder nicht. Voran? Voran? Dann klettert ihr nach unten. Ich nehme erstmal einen Stein und lass ihn runterfallen. Hört man ein Ende? Interessant, ja, sehr gut. Du kannst einen Stein runterschmeißen und hörst es erst klacken. Ist wohl spiegelglatt, auch wenn es rau aussieht, aber scheint wohl zu schleifen oder so, nicht zu klickern und klackern, wie das normalerweise der Fall wäre. Und dann kannst du es irgendwie, bevor er in der Schwärze verschwindet, kannst du sehen, wie er wohl vom Boden abhebt und auf der Deckenboden weiter nach unten rutscht. Als wäre die Gravitation verkehrt, die Schwerkraft. Ich werfe nochmal einen Stein. Passiert das Gleiche. Ich werfe nochmal einen Stein. Und nochmal einen Stein. Andorre braucht ein bisschen länger offenbar, um Dinge wirklich zu verstehen. Aber er beobachtet das ziemlich genau. Und mich fasziniert. Ja. Ja. Kasim probiert auch was. Ich verwandle mal meinen Stab in ein Seil. Weil Rituale ja eine, sagen wir mal, sehr viel stabilere Matrix haben als spontane Zauber. So, ob das funktioniert, einen Stabzauber zu nutzen. Oder ein Stabritual. Sollte erstmal kein Problem sein. Okay, ja, also dann könnt ihr wieder sehen, wie sich Kasims Magierstab wieder in ein einfaches Seil verwandelt und sich halt gürtelmäßig um seine Hüfte schlingt von selbst. Spaßeshalber mal deine Ritualprobe würfeln. Muss man dafür nicht normalerweise. Also ist für das Ritual ist keine Probe von Kasim. Ja, okay, gut, dann nee. Also wenn du keine Ritualprobe würfeln musst, dann ist es auch egal. Okay, gut. Ja. Sollen wir denn das Seil nehmen oder irgendwas ist mit dem Boden merkwürdig, als würde etwas schweben. Ich verstehe es nicht ganz. Bin kurz davor, einfach herunterzuspringen, aber ich denke, es ist eine dumme Idee. Wir hatten so etwas schon einmal erlebt, als wir nun ja im Berg waren. Die Kraft, die unser Boden hält, kehrte sich um und oben wurde unten und umgekehrt. Ja, Dore zieht sich Handschuhe an. Kasim, das Seil ist, glaube ich, besser als die
Ranke, dann würde ich es einmal ausprobieren. Hattet ihr nicht gesagt, dass ihr es festhalten müsst? Mein Seil. Mein Stab kann nur als Seil agieren, wenn ich ihn berühre. Ja, du hältst es hier fest und ich klette daran runter. Können wir machen. Ja, Kasim nimmt das Seil wieder, sucht sich oben etwas, das nicht dämonisches Metall oder Holz ist. Oder zumindest etwas, das explizit keine irgendwie scharfen Kanten oder sowas hat. Und lässt das Stabseil sich da an der einen Seite so mit dem Knoten drum wickeln und lässt es dann quasi, hängt es dann, während er es in der Hand hält, runter. Dann wird Andoria mal versuchen runterzuklettern, wenn Falk nicht vorher möchte. Ich lasse dir gerne Vortritt. So ist der Elf der Erste. Du kannst dich in diesen finsteren Schacht runterlassen, rutscht ein bisschen aus auf dem glasartigen Boden, auch wenn irgendwelche nadelgespickten Bröckchen da hervorstechen und auch die Wurzel, die so ein bisschen bedrohlich erscheint, wie sie sich so ein bisschen in deine Richtung dreht und wendet, auch die Dornen in deine Richtung auswendet. Vielleicht hat das ja diesen Schatzsucher getötet. Und während du sehr gewandt dich runtergleiten lässt, kannst du wohl bemerken, wie nach grob 3-4 Metern die Schwerkraft sich ändert und du auf den Boden oder auf diese Decke dieses Schachtes fällst. Wand. Also ich hätte dann auch wirklich so ein bisschen größere Sätze gemacht. Würde jetzt mal versuchen, wieder hochzuklettern, ob dann die Schwerkraft sich wieder umdreht. Ja. Sichtlich auch mit einer Neugier könnt ihr Andoriel dort sehen, wie er das so ein bisschen ausprobiert. Und dann mit einem Schwung, den er nimmt, quasi eine fließende Bewegung setzt, um an der Decke dieses Ganges dann zum Stehen zu kommen. Ich denke, das wird mir gelingen. Ja, also die Gravitation zieht dich immer noch irgendwie nach unten des Schachtes, aber zumindest auf dem Deckenboden und nicht mehr auf dem dicken Dach. Ja, und es ist ganz, ganz ungewöhnlich, möchtest du meinen, wie du dann auch, wenn du nach oben guckst, siehst, wie da die Mithelden von dir kopfüber baumeln. Also nach unten von mir aus. Von dir aus nach unten, ja. Ich glaube, ihr könntet doch einfach springen. Ich halte hier das Seil, dann könnt ihr euch daran herunterhangeln. Aber eilt euch, das ist alles sehr merkwürdig hier. Wir sollten hier nur so lange bleiben, wie wir müssen. Klettern, Proben, Erschwernis? Ich gebe euch eine Klettern plus 3 für alle. Die darf Andoriel auch nochmal nachträglich würfeln. Andoriel hat schon gewürfelt. Ne? Andoriel, kannst du mir Hilfestellung geben? Vielleicht wäre das ganz gut. Kann das Seil halten. Kasim hält das Seil, muss das Seil oben sowieso festhalten, das heißt, er geht als Letztes. Um 3 ist. Dann tut halt das Beste, um insbesondere dem alten Magier zu helfen und ihn vielleicht irgendwo noch zu greifen. Klingt es mir etwas, wenn Andoriel mir versucht zu helfen? Ja, also seine Kletternprobe ist ja sowieso auch nur um 3 Punkte dann gelungen und deine Punkte kann er nicht mehr ausgleichen. Er versucht noch nach deinem Arm zu packen, du rutscht ihm aber entgegen und ja, du denkst wieder zurück an diese Kanalisation, auch wenn hier keine Leiter ist, und rutscht. Kann ich ihn auffangen? Also mit meinen letzten Punkten, die ich umgespalten habe? Und mit den letzten Punkten kommt der Griff des Schwarzmagiers. Der ist zwar doch kräftiger als du, aber wenn da 2 Leute rutschen, du musst dich entscheiden, wen nimmst du? Den alten Magier. Und dann kannst du sehen, wie der Elf in der Schwärze der Nacht verschwindet. Und nach sicherlich 2 Sekunden einmal plumpst macht und mit einem Stöhnen aufschreit. Ihr solltet vorsichtiger sein. Ich würde ihn mal so probieren, an das Seil zu kleben und ihn so ein bisschen helfen. Der alte Zauberer versucht sich festzuhalten und er schaut dann ein bisschen peinlich berührt und er knurrt so ein bisschen. Meine körperlichen Unzulänglichkeiten sind ein wiederkehrendes Ärgernis. Aber wenn ihr das nächste Mal die Wahl habt, rettet nicht mich, rettet lieber irgendeinen anderen. Kurz die Frage, nur weil ich es gerade nicht ganz verstanden habe. Also, weil ich geholfen habe, bin ich dann doch noch abgerutscht oder wie war's? Ja, genau, ihr seid gemeinsam nach unten geschlittert und Abel mir konnte dann nur noch einen retten, sodass du jetzt, wenn du dich umblickst, klopfst nochmal so ein bisschen den Staub von dir ab. Ja. Auch wenn dein Gewand jetzt wieder frisch gereinigt ist durch diesen merkwürdigen Zauber von Abel mir. Und du siehst wohl, dass du so, es erinnert dich so ein bisschen an Tierkäfige, aber größer und archaischer,
auch gespickt mit Dornen, die dann hier zur Seite auf das Tier einstechen würden, und ein merkwürdiges Geschirr aus Unmetall. Also ich bin jetzt quasi höher als die anderen. Die Gravitation ist merkwürdig. Du siehst sie über dir, aber auf dem Kopf baumelnd. Also sie kommen dann auch langsam nach und nach runtergeklettert, und die Gravitation ändert sich eben innerhalb dieses Schachtes mehrere Male. Ja, Kasim guckt von oben. Gut, ich komme jetzt auch runter. Wenn ich mein Seil, das ich ja quasi steuern kann, benutze, ist das, was für ein Hilfsmittel ist das? Minus 3 oder minus 7? Ich gebe dir eine minus 7 und dann eine plus 3 ist eine plus 4. Minus 4. Minus 4. Ja. Schick. Überhaupt kein Problem. Ja, Andoriel, wenn du dich hier umsiehst, während dann nach und nach die anderen runterkommen, kannst du wohl auch eine Lichtquelle erheischen, die dort liegt. Es sieht so aus wie Kot, wie ein großer Haufen Scheiße, der allerdings glüht wie Asche. Komme ich jetzt wieder zu den anderen zurück, oder? Sind wir jetzt alle unten? Ihr kommt nach und nach unten in diesen Tierkäfigen an. Unten angeguckt, okay. Gekommen, also, klopft der alte Teferi Abel mir auf die Schulter und sagt, ich stehe an eurer Schuld. Nichts. Erinnert mich ruhig daran. Nichts von mir. Und dann sagt er, oh Kacke. Im wahrsten Sinne des Wortes, irrhalten. Ja, sie leuchtet. Keinen Fall anfassen, meint Kasim, der gerade einfach, effektiv sich am Seil runterlässt. Das Seil ist so halb um seinen Arm geschlungen und es wickelt sich dann auch von selbst wieder um seine Hüfte. Geht es allen gut? Für die, sag ich mal, pyromantischen Eigenschaften von Irrhalkenkacke zu kennen, muss ich da würfeln oder weiß ich das? Also du bist Eismagier, kein Feuermagier. Hast du schon mal gegen Irrhalken gekämpft? Naja, aber ich habe Spezialisierung auf Dämonologie. Oh, also das, was Teferi eben gemurmelt hat, mag richtig sein, ja. Wenn Irrhalken, wenn sie halt so etwas wie eine Verdauung haben, dann könnte es sein, dass es so aussieht. Macht zumindest Sinn. Auch gerade jetzt mit diesen Tierkäfigen, dieses Gestell, das könnte eine von diesen Irrhalkenröhren sein, wo dann sich die Reiter draufgesetzt haben, um dann nach unten in die Stadt Gare zu stürzen. Also ich kenne die bestimmt, oder? Ich habe ja schon gegen Irrhalken gekämpft und war auch schon hier oben wie unten. Ja. In den Wolken. Ja. Nichts anfassen. Oh ja. Volk, geh voraus. Ich nehme den Bogen wieder von der Schulter, leg den Pfeil wieder auf. Noch keinen der Bernsteinpfeile, aber vielleicht als nächstes. Wie sind eigentlich unsere Lichtverhältnisse hier unten? Zurzeit nur dieser dampfende Haufen Kacke und die wenigen, es sieht so aus wie Adern, ja. Adern aus Feuer in diesem flüssigen Stein. Also es ist nur so ein dunkles Glimm, und selbst der Schacht, wenn du nach oben guckst, nicht mal das richtige Sonnenlicht kommt von dieser Seite aus an. Es ist alles wirklich dunkel. Wollt ihr oder soll ich oder wollen wir beide? Wollen wir wirklich eine magische Fackel entzünden oder eine? Ich hätte eine profane im Angebot. Dann nehmt das. Ne? Es ist brutestes Feuer. Ja. Dann solltet ihr es vielleicht lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir unsere Stabfackeln entzünden sollten. Ich habe bei der Verwandlung des Seils keinen Widerstand gespürt. Ritualmagie ist besonders stabilisiert. Es könnte funktionieren. Der Effekt auf das Feuer könnte aber auch stärker sein und es könnte genauso schief gehen. Ich denke, wir sollten zum einen leiser sein und zum anderen uns eilen. Also bitte, die Herren, nicht zu viel diskutieren, mehr machen und mehr auf die Jagd gehen. Vielleicht solltet ihr, Teferi, dort rüber gehen und probieren, einmal diese Stabsackel zu entzünden. Nee, ich zauber einen Flimflam. Teferi, räuspert sich einmal. Tritt an die Seite heran. Werd einen Flimflam zaubern. Ich werde direkt 9 ASP reinhauen für zusätzliche Helligkeit, um auf der sicheren Seite zu sein. Ich werde mir Zeit lassen für 4. Und dann wird der Zauberer sprechen. Feia, Feia, Mayungra, Lucias sprach, Tamaras leuchtend Hand im Gerasimer Gewand. Flamm, Funkel, bring Licht ins Dunkel. Und zaubert er seinen Flimflam
Maxer Schwenn ist 11? Ja, 2W6. 2W6, komm. 6? Was hast du für eine Variante gewirkt? Ich habe nur die Leuchtintensität nach oben gedreht. Ja, du siehst wohl, dass er wie ein Leuchtturm hell erstrahlt und du merkst, dass er so ein bisschen kritisch wird und im Prinzip kannst du mir mal eine, gib mir mal Klugheitsprobe. Klugheitsprobe. Kann ich meinen Blick noch abwenden, wenn ich sehe, dass die Licht mal stärker wird? Die Magier erkennen das auf alle Fälle. Der Zauber wird instabil, kritisch. Und Teferi kann den anderen noch rechtzeitig eine Warnung zurufen, bevor der Lichtzauber explodiert. Als Lichtblitz, oder was? Ja. Doril wendet sich ab nach vorn, den Mantel auch ein bisschen hochgezogen. Und schließt die Augen kurz. Ja, Kasim dreht sich auch weg. Ja, also wenn Teferi das nicht tut, wird Kasim auf jeden Fall sagen, Augen zu. Ich hab mich probiert abzuwenden irgendwie. Ja, viel Zeit bleibt euch nicht, es pulsieren, ihr könnt kurz zusehen, bis ihr dann eure Augen abwendet und Falk bekommt die Warnung von Kasim, bis es dann einmal gleißend hell wird. Selbst durch eure Augen hindurch könnt ihr es einmal hell aufleuchten sehen und dann ist es wieder finster. Okay, sagt der Zauberer langsam. Teferi, ich winke mal hin vor sein Gesicht, seht ihr mich noch? Ja, das wird gleich wieder, sagt er. Das wird gleich wieder. Die Blendung hält auch nur für Sternchenaktionen an. Ich habe 5 Sternchen gehabt. Das heißt, nach 10 Sekunden oder so ist es wieder vorbei. Darüber blinzelt mehrmals. Ist jetzt noch der Flimflam da oder muss ich ihn nochmal zaubern? Nein, ist okay. Aber er hatte trotzdem eine andere Variante. Ja, okay. Aber ich habe jetzt einen Flimflam, der Lagerfeuer hell ist. Ja, passt. Mir voll. Wunderbar. Wunderbar. Ja, Dorin kneift die Augen zusammen, öffnet sie langsam wieder, sieht offensichtlich noch Sterne. Wir sollten nur Melodien weben, wenn sie unbedingt nötig sind. Frage an Falk oder aber auch die anderen. Habt ihr Füchsisch? Ich hab Füchsisch, ja. Hab ich mir fast gedacht, alles klar. Falk, du kannst erkennen, wenn du dich umblickst, wie es hier wohl auch einen Ausgang gibt, ein weiterer Röhrenschacht, der belebt oder mit irgendwelchen Knochenrippen ausgestattet ist, ins Innere des Berges führt weiter. Und da sind wohl Zinken dran. Da geht's wohl den Zinken zufolge zum Haus der Heilung. Das kann nur was Gutes sein. Seht ihr diese Zinken hier? Haus der Heilung? Das klingt nicht nach etwas, was hier vor Ort ist. Wisst ihr da mehr drüber? Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl dabei. Ich würde euch abraten davon. Dieser Berg stand ursprünglich in Yolgomak und war ein Stadtteil dieser Stadt. Ich glaube nicht, dass das, was wir unter Heilung verstehen, dort zu finden ist. Ich gucke mal, wie neu diese Zinken sind. Also ich kann auch Füchsisch, ob sie wirklich noch aus Yolgomak sind oder ob das neuere Zinken sind. Du würdest sagen, 3 Monate mit der Kreide. Das ist neu. Auch wenn ich nicht weiß, wer so etwas hierhin machen würde. Vielleicht durch die Katakomben. Aber das ist jetzt nicht unsere Sache. Wo müssen wir lang? Haben wir eine Anweisung oder suchen wir jetzt hier die Gänge? Kann ich mich probieren zu orientieren? Keine Ahnung. Also das Problem ist, dass von diesem Schacht aus eben nur noch ein Gang abführt, den ihr dann zum Haus der Heilung identifizieren konntet. Gut, dann bleibt es keine Wahl, fürchte ich dann. Wenn wir keine andere Wahl haben, dann gehen wir den Gang. Oder wird zumindest an Doriel das Falk vorschlagen. Ja, Vorsicht. Okay. Während ihr den Gang entlang geht, immer achtend darauf, dass ihr keine der Wurzeln berührt, keine der merkwürdigen Feuerlinien, der Risse, der Flecken und auch diesem Nebel ausweichen, der teilweise auch in der Luft hängt, so als wie
wie so eine Wasserpfütze hängt der Nebel hier in der Luft und bewegt sich auch schlierenartig, als würde er Hände ausformen, nach euch greifen. Ist aber sehr, sehr langsam, sodass ihr dann einfach mit dem Kopf einziehend drunter durchkriechen könnt. Und tretet dann in eine größere Gruft ein, die wohl ehemals ein Gebäudekomplex von Yolgomak war. Und könnt hier erkennen, wie dort große Bottiche stehen. Auch beschriftet mit so etwas wie Duglum oder anderen dämonischen Krankheiten, die dann hier angebracht sind. Schlachtfeldfieber. Die Bottiche sind restlos leer und auch keine Toten, die ihr erkennen könnt. Aber so bestialisch, wie es hier stinkt, müsste man davon ausgehen, dass hier nicht so sehr viele Menschen geheilt worden sind, sondern vor langer Zeit sehr gelitten haben müssen. Der Raum ist leer sonst. Vielleicht war das wirklich eine Art Heilerhaus früher. Aha. Ja. Oder so etwas. Ich fürchte, es wurde pervertiert in etwas völlig anderes. Andoriel, ihr geht als Erster weiter? Ich bin direkt hinter euch, ja? Nein, wir gehen als Zweite und die Magier bleibt hinten. Falk geht vor. Ah, den Bogen. Sehr wohl. Oder, Falk? Richtig. Sehe ich da einen weiteren Ausgang hier durch? Ja, von hier aus führen tatsächlich mehrere Türen in fast alle Himmelsrichtungen, auch nach oben. Und wenn du die Tür erreichen wollen würdest, würde auch wieder die Schwerkraft wechseln, sodass du dann an der Wand entlang zur Decke gehen könntest. Du kannst dir kurz die Zinken dazu ansehen. Von hier aus führt wohl ein Weg zum Tempel des Tyakraman, Galottas Himmelspalast oder der Mahlstrom. Galottas Bergstrom? Ich brauche da Unterstützung. Ich kenne diese Orte nicht. Ich würde mich mal umgucken und mich auf mein Gedächtnis verlassen, wohin wir damals gegangen sind. Ob wir schon mal waren und... Du warst ja noch nie. Hier waren wir noch nie. Nur nicht. Wir müssen die Haupthalle suchen. Du kannst auch mehrere Zinken erkennen, die gleich sind, und du würdest sie mit so etwas wie Ätherkralle übersetzen oder mit Zinnentürmen. Das sind wohl mehrere Räume, die dahin abführen. Kann ich mir auch so unten reinmachen? Das ist zumindest erstmal das, was Falk übersetzen kann. Ich kann das übersetzen. Ja, also du sprichst Füchsisch. Das sind alles Zinken. Okay. Also Doria kann das auch, der kann es wahrscheinlich dann auch entziffern. Also ich habe es aktiviert, also Füchsisch. Mir auch nicht. Hey, du weißt, was es ist, das mehr als Kasim kann. Ja, Kasim steht hier und sieht ein bisschen verloren aus. Okay. Füchsische Zinken, das ist kein Raum, der ausgeschrieben ist. Was steht dort? Eta-Kralle und... Was war das andere? Was wisst ihr denn über den Raum, den wir suchen? Über der. Vielleicht irgendetwas mit Feuer oder. Eine Esse oder irgendetwas, was uns helfen könnte? Wenn ich es vermuten dürfte, ist unser Gegner vermutlich im Hauptraum, damals, wo der Thron Galotta stand. Also gehen wir in Richtung des Zinks, der nach Galotta zeigt. Der uns nach Galotta weiß. Was steht denn dort? Galottas Kammer, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe. Klingt auf jeden Fall plausibel, dorthin zu gehen. Findet man hier sonst irgendwelche Spuren? Also. Oh, Fährten lesen. Schwierig bei der Dunkelheit, trotz Fackel. Ich gebe dir eine +3.